Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Teil 3. Ich habe heute ein bisschen im Netz rumhantiert und alles in schöneren Einstellungen bin ich jetzt am Spielen und besserem Ton. Und noch eine Erneuerung ist, oder eher gesagt eine Erkenntnis, die ich halt beim Surfen entdeckt habe, ist, dass man diese Gruben mit einem Zauber jeweils Sprung oder durch Schweben überwinden kann. Das macht diesen Dungeon natürlich jetzt momentan für so gut wie gar nicht schaffbar, weil man einfach nicht dahin kommt, weil ich in jede Grube reinfalle. Deswegen, hier, ich sehe die, ich würde da gar nicht reinspringen. Ich kann da drüber. Diesen Zauber kann er erlernen, weil er Wildnisläufer ist, und er kann diesen Zauber erlernen. Und zwar, weil er Zauberer ist. Jetzt werden wir dann deshalb diesen Dungeon verlassen und erst später wieder hier hinkommen. So, da geht's zurück. Dann machen wir das doch mal. Ja, wahrscheinlich fallen wir noch über ein paar Fallen runter. Aber Hauptsache, wir kommen hier raus. So, ich glaube, ich muss hier lang. Ja. Ja, verlassen. Nix wie raus hier. Temple des Mo. Da kommen wir später hin. Und ich habe mir gedacht, dass ich die nächsten 2-3 Videos ein bisschen hier über diese Karte rumrenne. Hier gab es doch am Anfang direkt einen Wagen. Wo ist der? Ja, 10 Auge für mystisches Auge. Wer soll das haben? Zahlen? Mach mal du. Hab Acht vor dem Narren der Mutantenberge. Hin und wieder essen sie Zauberer. Zu Hilfe auf eurer Reise spricht Sophina dem Magierblickzauber für den Rest des Tages. Den müssen wir noch erlernen. Da sehen wir hier so eine Minimap. Das ist echt ziemlich geil. Aber den muss ich auch erst erlernen, den kann der Zauberer nämlich erlernen. Oder der Wildnisläufer. Jetzt sollte ich hier ein paar von den Teilen mitnehmen, die ich hier hatte. Hier gab es einen guten. Haut magisch verstärkt, sehr gut. Und wir hatten noch auf der hinteren Seite irgendwo einen. Können wir das auf der Map besser erkennen? Schade, dass es nicht eingezeichnet ist. Hier gab es irgendwo nämlich noch einen. Den habe ich letztes Mal entdeckt. Der hat meine Verteidigung höher gemacht. Da war ich so mächtig geworden. Ja, da muss das jetzt so reichen. Oh. Erkunde ich mal dieses Areal. Ich glaube, da kommen wir noch gar nicht rein. Das Banner der weißen Schwingen weht im Wind. Hoch über den Toren von Schloss Whiteshield. Betreten, aber gerne doch. Eine Wache ruft von der Schlossmauer. Nur Kreuzritter dürfen das Schlosstor passieren. Das heißt, ich könnte also mit ihm durch. Er ist nämlich schon Kreuzritter. Ist das richtig? Nein, ist er nicht. Waffenmeister. Der Ritter war noch kein Kreuzritter. Wer hat denn das Talent Kreuzritter? Hier, Ritter. Der hat das Talent der Paladin. Aber alle anderen brauchen das auch, damit wir da reinkommen. Also gehen wir erstmal hier die Karte weiter abklappern. Oh, da haben wir einen Gegner. Komm mal näher. Zwei Gegner. Die Gegner regenerieren sich auch immer wieder. Das heißt, es kommen immer wieder neue. Die spawnen also neu. Wenn ich... Na? Aber natürlich ihre Behausungen zerstöre, kommen sie nicht mehr neu in diesem Areal. Da ist zum Beispiel eine. Durchsuchen? Ja. Ihr seid in den Vorposten der Orks geraten. Karten und Pläne sind in trockene Felle geritzt. Alles vernichten, aber sicher doch. Splitter und Späne fliegen. Ja, alles zerstört. 10.000 Erfahrungspunkte. Und noch ein paar coole Sachen. Eine Großaxt. Geilo. Ja, das gibt natürlich auch mal eine extra Belohnung, aber wenn ich die nicht zerstöre, könnte ich mich immer weiter natürlich auch hier leveln. Das wäre kein Problem. Sollte man vielleicht irgendwann mal ein paar leichtere Areale übrig lassen. Weil irgendwann, wenn man zu schnell vorrascht, wird es zu schwierig. Natürlich durchsuchen. Alles zerstören. Und niemanden entlassen.
Hier haben wir eine Pyramide. Oh, da hinten sind noch welche. Kommt her. Tja, das war wohl nix. Tausende von Spatzen, die auf den Ästen um euch sitzen, sprechen durch das Flattern ihrer Schwingen. Ikarus, das letzte Einhorn, liegt hier begraben, aber sein Ende ist noch lange nicht gekommen. Nur wenn das goldene Alikorn zum Schrein gebracht wird, wird er von seiner dunklen Vergangenheit befreit sein. Wollt ihr das verlorene Relikt suchen? Aber hallo! Das Alikorn ist irgendwo in den Sumpfländern versteckt. Bringt es zurück, um Ikarus zu befreien. Wir haben eine weitere Quest. Supi! Koraks Notizen. Viele Hütten stehen verstreut auf den Orkwiesen. Das sollte ich vielleicht in jedem neuen Areal mal lesen. Wir waren ja eben bei A1, jetzt sind wir in der A2. Eine wird von einer körperlosen Stimme behaust, die viele Schätze verkauft. Eine andere beherbergt einen Schrein, der nur den Orks geweiht ist. In der südwestlichen Ecke ist eine der 5 alten Pyramiden, wo man die Antwort zu vielen Mysterien finden kann. So, diese Quest haben wir da momentan in diesem Areal. Ah, da kommt schon wieder ein neues Areal. Ne, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, das Blöde ist, dass wir nicht diese Map hier als Minimap oben haben. Ich würde natürlich gern jede Stelle abrennen. Ich weiß, dass ich auch schon überall war. Ja, vielleicht sollten wir mal hier in diese Stadt gehen. Hinter dem Tor liegt Wachburt, eine Hafenstadt. In neuen Städten, neue Gilden natürlich. Oh, die ist belagert von Untoten, wie es aussieht. Aber da haben wir ja schon Übungen jetzt im Tempel vom Mo gehabt. Sollte also ganz gut klappen. Das Yardam. Was ist das? Ah, wir können trainieren. Wer kann denn aufsteigen? Hui, da kann einer aufsteigen. Sehr gut. Nice. Jetzt sind wir wieder was stärker. Ja, sollte ich wohl diese Stadt mal ein bisschen dezimieren? Ein Brunnen. Goldmünzen schimmern im Wasser des Brunnens. Der Athea, Nymphe der großen See. Wollt ihr eine Münze einwerfen? Ja, klar doch. Wünscht euch was. Ich würde... Keine Ahnung. Alle 9 Might & Magic Teile Let's Play. Ich habe keinen Plan. Da habe ich wohl zu lang gewartet. Ich hoffe, dass... Ah, steckt schon. Vielleicht sollte ich auch mal gucken, was ich für neue Gegenstände bekommen habe. Tempel Mandrake. Können wir mal reingehen und Hallo sagen. Ja, wir hätten gerne eine Spende. Neue Stadt bedeutet natürlich auch wieder massig Geldverlust, weil wir hier neue Zauber und so Zeug kriegen. Die kosten natürlich ein Vermögen oder neue Fähigkeiten. Die große See, Überfahrt noch nach Sumpfstadt von Rittersheim. So können wir schnell zwischen den Städten jetzt hin. Wir wissen, wenn wir Heim eingeben, sind wir bei der anderen Stadt.
wo wir am Anfang waren. Die Kanäle. Da war. Oh! Ich würde sagen, da waren wir natürlich noch nicht runter. Ja, die sind gar kein. Bläh, wie ich sie hasse. Wir haben ihn nur auf Gelb gekriegt. Zum Glück haben wir direkt hier einen Tempel. Ja, mach mal einen Heilen auf ihn da hinten. Da können wir überall runter. Tun wir aber natürlich noch nicht. Merken wir uns mal. Also hier sind dreimal geht's nach unten. Da war der Tempel, genau wie bei der anderen Stadt auch. Um zu den Nebel in unserem Hafen zurückzukehren, sagt See zum Spiegel. Und damit haben wir schon ein drittes Passwort, nämlich See. Das heißt, wir können uns jetzt zu drei Stellen machen. Einmal hier nach dieser Hafenstadt, einmal zu der ersten Stadt mit Home, und also Heim, und einmal können wir nach Arena, wo diese Kämpfe sind. Da sind wir ja auch noch nicht hin. Reisestadt. Okay. Oh, der Waldläufer. Für nur 5000 Gold lehre ich euch, die höchsten Berge zu erklimmen. Wollt ihr Bergsteigen erlernen? Das ist teuer. Ich brauche es bei zwei Leuten. Aber wir machen es auf jeden Fall. Wer soll es erlernen? Ja, er. Direkt nochmal hin, weil wir gehen dann wieder ins erste Areal zurück. Es gibt noch massig in den Bergen zu holen. Das heißt, Geld kriegen wir wieder rein, auch wenn wir gerade 10.000 dafür ausgeben mussten. Wollt ihr die Mitgliedschaft zur Albatros-Gilde kaufen? Sie kostet nur 100 Gold. Ja, das machen wir. Alle Magiebegabten kaufen sich jetzt diese Mitgliedschaft. Dann sind wir wieder 400 weg, los. Griechisches Haus. Darek, der Erforscher. Schon viele Jahre unterrichte ich die Leute im Navigieren. Wollt ihr das Pfadfinden für 2500 erlernen? Pfadfinden. Weiß ich nicht mehr genau, was das macht, aber hatte ich nicht irgendeinen, der das kann? Bergsteigen gefahren sind. Pfadfinder. Einen habe ich. Kann sein, dass das Kartograf. Zweimal Kartograf. Ja, vielleicht brauche ich einen zweiten Pfadfinder, aber es kann sein, dass das einfach nur die Himmelsrichtung war. Bin mir nicht sicher. Oder das war der Navigator. Ja, da muss ich erstmal gucken. Habe ich mir das vielleicht irgendwo aufgeschrieben? Ah ja, genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Pfadfinder macht Wald hoch. Supi. Ich habe ein paar bestimmte aufgeschrieben, die wir brauchen. Wie halt Bodybuilder, Waffenmeister, Ritter, Linguist, Händler für günstige Waren und so. Bergsteigen haben wir jetzt erlernt, den kann ich schon streichen. Gebetsmeister, ja, und Pfadfinder hat der Waldsucher von alleine, und wir brauchen noch einen zweiten. Dann können wir nämlich auch über die Wälder gehen, die dichteren. Das heißt, das brauchen wir auf jeden Fall. Wer macht das als zweites? Der Dieb, würde ich sagen. Oder? Nein, komm, er. Paladin Power. Jetzt können wir durch Berge und den dichten Wald gehen. Das heißt, wir gehen nochmal in die ersten Areale rein. Einst gab es viele Muscheln auf dem Grund der großen See, aber sie wurden vom Blackwind, dem Banner, gestohlen und für böse Magie genutzt.
Er versteckte die Muscheln nur Tage, bevor seine Festung unterging. Man sagt, dass Athea, die Nymphe der großen See, eine Belohnung aus Gold und Liedern demjenigen verspricht, der die gestohlenen Meermuscheln zurückbringt. Das ist alles, was ich von der Legende weiß. Also müssen wir diese Meermuscheln besorgen. Aber mein Bruder Beta weiß noch mehr. Soll ich ihm sagen, dass er mit euch rechnen soll? Aber sicher, Alpha, sagt Beta Bescheid. Und er sagt dann Gamma und Delta und wem auch immer Bescheid. Ein kleiner glühender Wurm erscheint in Alphas Mund. Nachdem er ihm etwas zugeflüstert hat, beobachtet Alpha, wie der Wurm anfängt, sich seinen Weg durch den Boden zu graben. Ich habe meinem Bruder eine Nachricht geschickt. Man, das ist ja mal eine krasse Post. Er erwartet euch in der Höhle unter der Stadt. Nun geht, aber nehmt dieses Schmuckstück. Ihr werdet es brauchen. Eine Quadlo-Münze. Geil. So, griechisches Haus. Zwei Bewohner gehabt. Unheilige Halle. Und da sind Feinde hinter, so wie es aussieht. Ja, da kommt doch mal her. Ei, 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 ei. War ich wohl etwas vorlaut? Und wir haben noch keinen krassen Zauber gemacht. Ja, komm, Funken. Yeah! Nice! Und du machst einen Energieschlag. Bam! Also die Magier hauen gut rein. Ordentlich Power. Was kommt denn da hinten? Ah, neue Monster. Ein Ghoul. Ja, alle auf den Ghoul, würde ich sagen. Oh, yeah. Der ist ja, glaube ich, schon krank, ne? Oder sowas. Schwach. Okay. Mist, die treffen den wohl nicht. Ah, nein, nicht mehr genug Punkte. Ja, das hat viel gekostet. Ja, erfrischen. Ah, mir geht's schon viel besser. Ich weiß nicht, die Gesichter, sehen die jetzt feiner aus oder sehen die verschwommener aus? Vielleicht muss ich gleich nochmal in den Einstellungen was gucken. Aber du hast noch Power. Naja, 35, nice. Pfeffer den mal weg da, den Ghoul. Der ist immer noch gelb. Ach du Jemini. Vielleicht sollten wir erstmal ein paar dezimieren, wenn der so viel aushält. Uns geht's allen gar nicht gut. Halt, du musst natürlich auf den Ghoul den Energieschlag machen. Treffen die überhaupt noch? Boah, der hält aber echt viel aus. Gleich ist aber nur noch er da. Nein! Gar nicht gut. So. Wunden heilen. So, der muss auf jeden Fall auf den Ghoul drauf pfeffern. Ja, er ist rot. Na also. Komm, alle auf den Ghoul. Der macht zu viel Schaden, glaube ich. Und nochmal einen Energieschlag. Ja. Yeah. So, ihr Mistkerle. Ja, okay. Keine Power mehr da drin. Dann einfach A durchdrücken. So, das war krass. Wir sollten einmal schlafen. Oh, und wir haben Nacht. Das ist gut.
Wie lange noch? Da muss ich mich ja aber. Wo ist denn hier der Schuppen? Na super. Die Galeere? Kann das sein? Nein, das ist falsch. Ja, komm, egal. Dann sag mal Gerüchte. Zauberer und Bogenschützen können in der Spinnenhöhle besondere Talente finden. Ja, Wahnsinn. Dann gib mir mal was zu essen. Für 50 Gold, 10 Rationen nehmen wir mit. Großen Vorrat. Oh, ich hoffe, 2000 reicht aus. Ja, wir haben schon zu früh. Tja, das war wohl nix. Mist. Jetzt hat nämlich dann der Schuppen auch nicht mehr auf, wo ich die Zaubersprüche lernen konnte. Also spenden wir mal wieder. Ja, kostet hier fast das 2,5-fache kostet das hier. Bei einer anderen Stadt nur 10, hier sind es 25 pro Spende. Das heißt, das hat mich jetzt auch wieder ein paar hundert gekostet. Aber die Zauber lohnen sich. Ich müsste gerade mal schauen hier. Scaler. Sah irgendwie fein aus, aber jetzt irgendwie bei den Elfen. Mal genau gucken. Das macht's so verschwommen. Hardware 5-fach. Das sieht überall so aus. Wenn ich nichts sage, non. Das ist total verkrüppelt. Ne. Dann bleiben wir einfach High Quality 3-fach. Das ist das Feinste, würde ich sagen. Dann bleiben wir dabei. Nun gut. Okay, da geht's wieder irgendwo runter. Unheilige Halle. Ja, da haben wir alle besiegt. Schreie des Schmerzes und Leidens tönen aus der Grube der Verzweiflung. Runter? Nein. Grube der Verzweiflung. Sollten mal speichern, bevor wir da runtergehen. Das hört sich übel an. Ah, wir können da gar nicht richtig runter. Das heißt, er sucht sich das einfach aus. Ja, wer soll das denn machen? Eine Paladin-Frau, die verzweifelt nicht. Ah, okay, wir haben ein paar Sachen gefunden. Aber wir haben jemanden, der irre ist und jemanden, der krank ist. Ah, wann ist das denn passiert? Darum guckt die auch so doof. Nein. Nein. Ja, da die schon irre ist, kann die da ruhig nochmal rein. 2000. Ihr braucht ein Seil dafür. Ach. So ein Problem. Schon. Ist doch gar nichts hier. Seil. Und ab dafür. Was? Ich hab doch Seil gezaubert. So, ich ein Geld reingeholt. Schnell zurück zum Tempel. So, der ist irre. Zack, einmal das und einmal hier. Krankheit. Ah, jetzt guckt es auch wieder normal. Und ich dachte schon, das ist irgendwie was mit der Grafik. Ja, ich habe schon gedacht, das sieht ja schlechter aus als vorher. Aber die war einfach verkrüppelt am Schauen, weil sie krank war. So, das haben wir jetzt. Hier gab es ein Loch. Ja gut, die Löcher sind ja einfach nur zum gar nicht reinklettern. Er braucht ein Seil. Kein Problem. Da ist ein Seil. Pestilenz. Ja, super. Jetzt ist er krank. So, dann zauber doch mal auf dich selber. Gott, ist doch Krankheit, oder? Krankheit unterdrücken. Oh, dann sollte das ein bisschen halten, hoffentlich. Albatros-Gilde.
Ja, nur in der Nacht auf. So ist das. Das Schiffslager. Ja, wollen wir erstmal nicht sehen. Ich müsste mich erstmal checken, was wir so haben noch an Kram. Kapitänskajüte. Oh, wen können wir denn hier anwerben? Das Problem ist, wenn ich mir noch zwei zusätzlich anwerbe, man sieht ja, die habe ich hier unten. In der anderen Stadt gab es ja auch zwei. Oh, da sind gar keine da. Ja, momentan kann man hier keine anwerben. Dann kosten die Geld pro Tag erstmal. Und das Problem ist, sie nehmen mir Abenteuerpunkte weg. Also Erfahrungspunkte. Ja, Damen. Ah, das war das Ausbildungslager. Raus da. So, dann tun wir die Krankheit gerade noch heilen. Obwohl, wir hatten ja hier noch was gehabt, ne? Dann werden das nämlich sehr wahrscheinlich auch keine Löcher sein. Ah, nein, das ist jetzt eine richtige Höhle. Alles klar. Ja, mach mal hier einer Licht. Ich sehe schon ein Schleimmonster oder sowas, ne? Was auch immer das ist. Ja, da schauen wir gleich mal, was da in der Höhle drin ist. Wo hatten wir denn die anderen Sachen? Ah, hier war das. Ihr braucht ein Seil dafür. Ist ein Ding. Lästerliche Schreie. Da. 50 Edelsteine. Wahnsinn. Minus 23. Buslos. Gar nicht gut. Nix erfrischen. Wunden heilen. Und ab dafür. So. So ist doch gut. Sondern durchstöbern wir noch unsere ganzen Sachen, weil wir haben jetzt einiges gerade bekommen. Puh. Kristallgemme. Was hat er für einen Rüstungsschutz? 19. Ja, Kristall. Das hat natürlich irgendeinen Effekt wieder. Ich weiß aber nicht welchen. Hoffentlich auf Rüstungsschutz. Auf jeden Fall 20. Vielleicht, ja doch, geben wir ihm. Und naja. Messingschild, Korallenring. Ja, keine Ahnung, was der macht. Geben wir einfach mal hier hinten rüber an den Magier, der hält ja nichts aus. Messinggemme hat der. Korallenring. Leg den mal an. Ja, das Problem ist, was ist, wenn das gar nichts bringt, was ihm von Nutzen ist. 9, 20, 20, 17, 8. Ah, Rüstungsklasse geht um 1 hoch dabei. Kristallgemme vielleicht doch ihm geben. Messinggemme. Leg die mal ab. 11. 9. Die macht minus 3. Was ist das denn für ein Morgsteil? Was habe ich denn davon Nutzen für, wenn ich die anhab? Messinggemme. Ablegen. Bin ich auf irgendwie Rüstungsschutz? Hm.
Ja, da schaue ich mal im nächsten Spiel mit den ganzen Gegenständen. Das ist ja einiges. Und mache hier erstmal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojin.